So, willkommen zurück. Neue Folge. Heute geht es mal wieder um den Lambo LPX. Hier seht ihr die Ansaugbrücke. Und wir waren dort ja im letzten Video stehen geblieben, dass wir eine Firma suchen, die uns die Einspritzgalerie druckt, die später hier so, eher hier so sitzt. Es hat sich eine Firma angeboten, die würde dieses Projekt gerne übernehmen. Die kommt allerdings aus Süddeutschland. Nichtsdestotrotz werden wir nächste oder übernächste Woche dort mal hinfahren und werden das Projekt mal angehen. Als Einleitung dafür würde ich euch heute gerne noch mal einmal das gesamte Kraftstoffsystem von dem Lambo erklären. Ist nämlich ein bisschen aufwendiger, aber ich glaube, das ist eine ganz geile Lösung. Und das letzte Teil, was da halt noch fehlt, ist jetzt nur noch die Einspritzgalerie. Dann wäre diese Baugruppe nämlich auch abgeschlossen. Erstmal vorweg, aktuell geht es hier leider nicht ganz so krass vorwärts, weil Björn, wie ich schon öfter gesagt habe, mit seiner Werkstatt umzieht. Wir werden im nächsten Limo-Motor-Video da auch nochmal drauf eingehen. Björn zieht um. Der Umzug findet jetzt aber bald statt. Und dann hoffe ich, dass es mit Vollgas auch an dem V10 weitergeht, weil theoretisch ist der Motor soweit ready. Es müssen nur noch genauso wie bei der Limo die Buchsen rein und dann kann auch der Motor zusammengebaut werden. Sobald dieser Motor zusammengebaut werden kann, werde ich mit diesem Projekt wieder Vollgas geben. Dann bleibt alles andere stehen und liegen, dass wir das Ding in kürzester Zeit vernünftig zusammenkloppen. Jetzt aber erstmal zum Spritzsystem. Hier seht ihr die Hälfte von dem originalen Lambo-Tank. Ihr müsst euch das so vorstellen, der Lambo hat zwei Tanks. Das ist die Fahrerseite. Hier daneben kommt nochmal die Beifahrerseite hin. Hier, wo ich jetzt stehe, ist quasi der fette V10. Also wie ihr seht, ist das Ganze ziemlich, ziemlich eng am Motor dran. Und viel Platz für alles ist da nicht. Da ist auch nicht viel Platz, jetzt irgendwo anders eine Spritpumpe hinzusetzen, weil der Tank ist schon sehr tief im Auto drin. Wenn ihr jetzt hier noch irgendwo weggehen wollt und die Pumpe extern woanders hinpacken wollt, muss definitiv im Tank wieder eine Pumpe bleiben, um in den Catch-Tank zu pumpen und. War mir alles viel zu viel Action. Deswegen habe ich nach einer anderen Lösung gesucht. Ich würde sagen, wir fangen mal bei den Düsen an. Die stecken zur Sekunde hier drin. Das sind, ich schreibe das mal auf, das ist einfacher. Das sind Düsen, die haben 1500 Kubik bei 3 Bar. Man muss dazu sagen, mein Plan ist es mit diesem Auto genauso wie mit der Limo E85 zu fahren, weil Björn und ich und mein Abstimmer Sascha dort einfach am meisten Erfahrung haben und deswegen wollen wir weiterhin diesen Kraftstoff benutzen. Problem bei diesem Kraftstoff ist, hat einen relativ geringen Brennwert. Das heißt, wir brauchen extrem viel Sprit für eine gewünschte Leistung. Deswegen relativ große Düsen und viel Sprit. Beim 10-Zylinder mit 10 Düsen wirkt sich das natürlich umso krasser aus, weil halt irgendwie der Sprit hinkommen muss. Wir gehen davon aus, dass diese 1500 Kubik bei 3 Bar noch nicht mal reichen werden. Das heißt, wir werden diese Düsen mit 4 Bar Benzindruck befeuern. Dann haben die Düsen ungefähr um die 1700 Kubik Zentimeter. Nun haben wir 10 Stück davon, mal 10, heißt, wir haben in Summe 17.000 Kubikzentimeter pro Minute, die Düsen in Summe machen. Das sind also unter Volllast, wenn die Düsen wirklich voll ausgelastet sind, 17 Liter die Minute, die wir brauchen. Müsste man eigentlich für die jetzt nicht so viel Plan haben, müssten eigentlich trotzdem raushören, 17 Liter die Minute, das ist ein größerer Kanister, der jede Minute weg ist. Das ist schon ordentlich Sprit, der da durchgeht. Wenn man jetzt das Ganze auch noch auf die Stunde hochrechnet, weil Kraftstoffpumpen werden immer, da wird das Fördervolumen immer auf die Stunde hochgerechnet, müssen wir also nochmal mal 60 rechnen. Das heißt, wir haben in Summe ungefähr 600, 420, 1020 Liter pro Stunde, die wir an Sprit nach vorne schaffen müssen, beziehungsweise in dem Fall nach hinten. Da muss man jetzt natürlich überall noch ein bisschen Risiko drauf rechnen, weil wir brauchen diese 1020 Liter hier vorne an den Düsen und nicht im Tank an der Pumpe. Das heißt, die Pumpenauslegung sollte schon irgendwas so im Bereich von 1000, 1100 Liter sein. Und da kann ich euch sagen, das ist nicht so einfach, weil da gibt es nicht so viele Pumpen für, die wirklich diese Leistung können. Es gibt allerdings eine Pumpe von der Firma Fuelab. Hier seht ihr sie. Fuelab.
Die Pumpe, die genaue Kennzeichnung ist 42401. Genau. Kurz zu dieser Pumpe. Das nennt sich digitale Spritpumpe. Das heißt, diese Pumpe ist regelbar. Ihr seht hier unten nicht nur Plus, Minus, sondern einen weiteren Eingang, der diese Pumpe quasi antakten kann, dass die nicht die ganze Zeit Volllast macht. Das würde die nämlich nicht lange machen, weil die so viel Dampf hat, sondern man kann diese Pumpe hier regeln. Nun gibt es von Fuel App dieses geniale System. Ich selber habe es noch nie getestet, es soll aber gut funktionieren. Es gibt einen Benzindruckregler dazu, welcher einen Sensor dran hat, der die Spritmenge im Rücklauf misst und anschließend über eine Steuerung die Pumpe jederzeit nur so antaktet, dass die Pumpe nur so viel Sprit macht, wie der Motor wirklich braucht. Das heißt, die Pumpe fördert immer nur so viel Sprit, dass der Rücklauf nahezu trocken ist, weil wenn der Motor alles an Sprit abnimmt, ist es immer am besten. Das heißt, wir probieren bei diesem Auto eine Kombination aus diesem Benzindruckregler, da reicht einer für zwei Pumpen, in Kombination mit dieser Pumpe. Das heißt, wenn er misst, dass viel Sprit im Rücklauf ist, regelt er hier die Pumpe runter, dass weniger Sprit zum Motor kommt und somit auch wieder weniger Sprit zurückkommt. Ob das Ganze funktioniert, ich persönlich habe es noch nicht getestet. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, zumindest so wie ich es in einigen Foren in Amerika gelesen habe, dass dieses ganze System schon ganz gut funktioniert. Zur Not gibt es auch noch eine andere Variante, dass ich diese Pumpe einfach über mein Steuergerät, über die Cyvex antakte und so die Stärke von der Pumpe genauso variieren kann. Ein weiterer Vorteil von dieser Pumpe ist, das ist so eine sogenannte Brushless-Pumpe. Das heißt, wie soll man das erklären? Konventionelle Benzinpumpen haben logischerweise in der Mitte eine Welle, wo der Propeller drauf ist. Und auf diesem, das ist die Welle, dann haben wir auf dieser Welle sitzen zwei, ich sag jetzt mal, Spulen, hier und hier. Und diese beiden Spulen laufen in zwei Magneten. Das ist einmal Süd und Nord. Nun dreht sich diese Welle in eine Richtung. An einer Stelle an der Welle sind die sogenannten Kohlen, kennt jeder, die gerne mal verschleißen, die quasi den Strom leiten auf die Welle. Und jedes Mal, wenn sich der Rotor 180 Grad dreht, ändert sich die Aufladung und es wird quasi jedes Mal von dem Magnetfeld neu angezogen. Bei der Brushless-Pumpe gibt es diese Kohlen nicht, sondern wir haben einen, ich sag jetzt mal, statischen Innenrotor. Also wir haben innen meistens drei Spulen. Diese drei Spulen sind allerdings fest. Das heißt, hier dreht sich nichts, sondern es dreht sich ähnlich wie bei, man hat das zum Beispiel bei Motorrädern, bei der Lichtmaschine und so, es dreht sich außenrum ein Rotor. Dieser Rotor ist magnetisch und man hat eine Elektronik dazu, die in einer bestimmten Richtung die Spulen jeweils immer antaktet, sodass, beziehungsweise nicht antaktet, sondern erregt, sodass sich der Stator, in dem Fall der Rotor, anfängt zu drehen. Das heißt, dieses Magnetfeld wandert immer weiter und somit fängt außenrum der Rotor sich an zu drehen. Das hat den Vorteil, A, dass diese Pumpe viel, viel, viel mehr Power hat gegenüber der konventionellen Variante und ohne diese Kohlen da drin entsteht natürlich auch keine Wärme, weil überall, wo sich normalerweise was dreht, entsteht Reibung, entsteht Wärme. Deswegen sollen diese Pumpen extrem viel Power haben und extrem gut funktionieren. So, jetzt gucken wir mal in die Unterlagen zu der Pumpe. Irgendwo sind hier die Leistungsangaben von der Pumpe. So, hier haben wir unser Diagramm zu unserer Fuel App Pumpe. Ihr seht hier auf der linken Seite, seht ihr den Volumenstrom und hier unten den Druck. Bei Kraftstoffpumpen ist es immer so, mit steigendem Druck nimmt das Volumen ab. Als allererstes jetzt noch mal kleine Exkursion. Wir gehen hier mal einmal auf die Einspritzdüse. Wir möchten später hier oben 4 bar Benzindruck haben und hier unten 0 bar. Das heißt, wir haben eine Druckdifferenz von 4 bar, damit wir diese
1700 Kubik Sprit durch die Düse durchbekommen. Nun ist allerdings das Problem, später im Betrieb haben wir hier in der Ansaugbrücke 2 Bar. Das heißt, damit wir diese Differenz von 4 Bar wieder hinbekommen, brauchen wir hier oben nicht einen Kraftstoffdruck von 4 Bar, sondern von 6 Bar. 4 Bar plus 2 Bar gleich 6 Bar. Nun müssen wir diese 6 Bar umrechnen in PSI, weil in unserem Diagramm die Amis gerne mit PSI arbeiten. Jetzt muss ich kurz im Kopf überschlagen. PSI, 1 Bar sind 14,5 PSI. 6 mal 14,5 sind wir, Pi mal Daumen, erschlagt mich nicht, ungefähr bei 85 PSI. Wenn wir jetzt ungefähr bei 85 PSI in den Graphen hier reingehen, schafft unsere Pumpe noch ungefähr 140 Gallons per Hour. Jetzt müssen wir wieder umrechnen. Ein Gallon sind 3,8 Liter, meine ich, so Pi mal Daumen. Das heißt, 140 mal 3,8 mal 4 hätten wir 2,80, 5,60 sind wir Pi mal Daumen jetzt aus dem Kopf. Er schlagt mich nicht, wenn ich mich wieder wie beim letzten Mal verrechne. Das war natürlich keine Absicht, aber wenn man hier halt freihand Sachen ausrechnet, kann das mal passieren. Sind ungefähr, jetzt habt ihr mich gerade durcheinander gebracht, 520 Liter pro Stunde. Mal 2, weil linker Tank, rechter Tank, in beiden ist so eine Pumpe drin, sind wir bei 1040 Liter pro Stunde. Und wir hatten vorhin ausgerechnet, wir brauchen 1020 Liter pro Stunde. Das heißt, dieses System wird funktionieren, ist jetzt allerdings nichts, wo wir jetzt als Beispiel 3 oder 3,5 Bar mitfahren könnten, weil da sinkt die Pumpe noch weiter ab und dann kommen wir auch langsam ans Maximum, weil die Pumpe ist eigentlich freigegeben nur bis 100 PSI. Also wir bewegen uns da schon in einem Rahmen, wo die Pumpe nahezu optimal bzw. gerade noch so arbeitet. Für die Elektroniker unter uns auch nicht uninteressant, mit steigendem Druck nimmt natürlich auch die Stromstärke von der Pumpe zu. Und jetzt kommt's, bei 85 PSI braucht diese Pumpe ungefähr 25 Ampere. So, 25 Ampere pro Pumpe, jeder weiß, das ist schon nicht ohne. Bei 2 Stück sind wir bei 50 Ampere, die der Motor rein unter Volllast nur für die Kraftstoffversorgung braucht. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, das habt ihr gerade verstanden. Wenn nicht, ich habe mein Bestes gegeben. Fakt ist, das System könnte vielleicht funktionieren. Beziehungsweise es wird funktionieren. Aber wir gehen nochmal weiter. Der große Vorteil ist, wir können das jetzt alles wie original in diesen Tank bauen. Dieser Tank ist nämlich vom Aufbau her wirklich eigentlich extrem geil. Der René filmt hier gleich nochmal rein und zeigt euch mal, dieser Tank hat haufenweise Schwallbleche, sogar so Rohre, die hier drin durchgehen, damit der Sprit wirklich nur in diesem Teil bleibt. Weil man darf immer nicht vergessen, das ist eigentlich ein Rennauto, was auf der Rennstrecke bewegt wird. Gerade deswegen hat Lambo da viel Wert drauf gelegt, dass der Sprit an der Stelle hier nicht weg kann. Wir haben uns diesen Deckel gemacht. Durch diesen Deckel kommt einmal ein Vorlauf in Dash 10 und ein Rücklauf in Dash 8. Und mit Sicherheit könnte man das Ganze auch super toll fräsen und so weiter. In dem Fall ist das Ganze schon 2 Jahre alt. Ich habe das Ganze schon mittlerweile vor 2 Jahren gebaut. Das wird seinen Zweck auf jeden Fall erstmal erfüllen. Man kommt erstmal rein, kann erstmal testen und es wird eh noch so viele Kinderkrankheiten an dem Ganzen geben, dass wir dann immer noch mal das Ganze in richtig schön bauen können. Wobei ich es persönlich vollkommen schön finde, weil man sieht es eh nie wieder. Auf jeden Fall wichtig war mir, dass wir an dieser Pumpe den originalen Kraftstofffüllstandsgeber wieder montieren können. Da gibt es da nämlich auch keine Probleme mit der Kraftstoffanzeige und ganz wichtig, auf der Pumpe direkt nochmal ein Feinsieb, dass selbst die Pumpe im Tank immer nochmal gefiltert wird. Das Ganze passt jetzt hier wie original rein. Zack, kommt am Ende noch der Deckel rüber und dann ist es auch gut. Von hier aus gehen wir mit einer Dash 10 Leitung an unseren Kraftstofffilter. Das Ganze sieht hier relativ seriennah aus, liegt aber auch nur daran, dass ich hier schon diesen schönen Halter gebaut habe. Original sitzt hier auch der Kraftstofffilter, natürlich nicht dieser, sondern ein anderer. Ich habe aber schon diesen Halter gebaut, dass an der Stelle einfach ganz schön der Fuel App Filter passt. Auf den gehen wir jetzt nämlich als Nächstes ein. Ja, Dash 10 Vorlauf von hier nach hier.
Dann geht es von hier mit Dash 10 zum Motor an die besagte Einspritzgalerie, die wir demnächst bauen wollen. Und von da aus geht es dann in Dash 8 zurück hier ran. Allerdings, Rücklauf, ein Zusatz noch. Wir machen in den Rücklauf diesen Sensor. Das ist ein sogenannter Flex-Fuel-Sensor. Der kann einfach nur an dem durchströmenden Sprit erkennen, wie groß der Ethanolgehalt ist. Das heißt, dieser Sensor sagt dem Steuergerät, ob wir jetzt mit E70, 80, 85 oder E100 unterwegs sind, weil das hat nämlich einen großen Unterschied auf die benötigte Einspritzmenge, weil halt eben der Energiegehalt von dem Ethanol viel, viel, viel geringer ist als von Kraftstoff. Heißt, je höher der Ethanolwert ist, je mehr Sprit brauchen wir. E100 bräuchte man am meisten, E85 weniger, E70 noch weniger, am wenigsten normalen Kraftstoff. Deswegen kommt in Rücklauf dieser Flex-Fuel-Sensor, der sagt jederzeit dem Steuergerät, spritzt tendenziell lieber ein bisschen mehr ein oder spritzt ein bisschen weniger ein, weil wir mehr Ethanol oder weniger Ethanol haben. Jetzt als letztes noch einmal zu diesem Fuel-App-Filter. Diesen Fuel-App-Filter habe ich genommen, weil es ist der feinste Filter, den es auf dem Markt gibt. Dieser Filter ist ein, das sieht man jetzt nicht so gut, das ist ein Fiberglas-Element. Ich glaube mit 6 μ Durchfluss, nee, wie nennt man das? Auf jeden Fall die Filterwirkung ist extrem hoch und zusätzlich ist in diesem Filter schon ein Rückschlagventil integriert. Man braucht auf der Druckseite immer ein Rückschlagventil, damit, wenn ihr den Motor ausschaltet, der Kraftstoffdruck nicht entweicht, sondern der Kraftstoffdruck im System bleibt. Das heißt, ihr dreht die Zündung um und Auto springt gleich wieder an, hat jedes Auto. Da, ich bin mir zur Sekunde nicht sicher, es kann sogar sein, dass die Pumpe auch intern ein Rückschlagventil drin hat, bin ich mir gerade nicht sicher. Fakt ist, diesen Filter gibt es mit und ohne Rückschlagventil, deswegen haben wir ihn gleich einfach mit Rückschlagventil genommen und fertig. Diesen Filter empfiehlt der Hersteller für die Benutzung von dem Ethanol, weil Ethanol greift halt relativ stark Leitung an, macht diese porös, zieht die Weichmacher raus und so weiter. Deswegen diesen Filter nehmen mit diesem Fiberglas, extrem fein, 6 μ. Wird mir bestimmt einer in den Kommentaren verraten, wie man diese Maßeinheit eigentlich nennt. Es ist ja keine Filterwirkung, ich würde sagen, es ist Durchfluss. So. Ja. So. Thema Ethanol. Weil wir später Ethanol fahren, verwenden wir bei uns aus dem Sortiment diese PTFE-Leitung. Die haben innen drin eine Teflon-Seele, sind dadurch ein bisschen, ich sag jetzt mal, steifer, aber sind extrem druckfest und können auch jegliche Kraftstoffsorten ab, die es wirklich gibt. Das Ganze, dazu gibt es dann halt diese Fittinge. Man schiebt einfach diese Dichtolive hier zwischen. Ich mache es jetzt nicht, man kriegt sie nämlich nie wieder raus. Und schon würde einfach das Fitting reingeschoben werden, vorher noch die Überwurfmutter rüber, das Ganze zusammenziehen. Und schon ist diese Leitung, wurde getestet, kann 300 Bar ohne Probleme, was wirklich schon viel ist. Das heißt, so werden wir später alle Leitungen bauen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee. Das war's zum Thema Kraftstoffsystem vom Lambo. Ihr seht, hier wird später richtig, richtig Sprit durchgehen. Meine Erklärung, was eine Brushless-Pumpe ist, war vielleicht nicht perfekt, aber ich hoffe, so auf freie Hand habt ihr doch verstanden, was ich meine. Und wir sehen uns als nächstes bei der Firma, die uns die Einspritzgalerie baut. Bis zum nächsten Mal.